So, da sind wir wieder bei Anachronox. Und, ja. Wir wollten irgendwie durch diese Tür. Ich weiß leider immer noch nicht, wie wir da durchkommen. Wir waren ja schon ziemlich oft. Allerdings weiß ich, dass der andere Detektiv nach Leichen sucht. Und hier liegt ja einer. Mal schauen. Vielleicht finde ich entweder was über die Leiche raus oder kannst du ihm direkt sagen, dass da jemand liegt. Das ist der Typ. Geht's denn dann lang hier? Oh, ach so, liegt hier vielleicht noch was? Nee, leider nicht. Also, irgendwie überfordert mich diese Tür. Und ich habe leider auch keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Wir haben jetzt schon ein Ticket, haben wir hier jetzt schon. Wir haben noch die anderen Sachen zu erledigen. Da bin ich langsam am Verzweifeln. Moment mal. Ja, das kennen wir ja schon. Hier ist es wahrscheinlich auch nicht anders da, ja. So. Bei den Herren hier waren wir ja auch schon. Hey, wie verrückt. Hey, seid ihr Investition wie Petrifleisch interessiert? Nein. Eigentlich nicht. Ah, das sind diese Luxus-Apartments. Haben wir die Rose schon dabei? Dann kann ich das ja jetzt mal erledigen. Ich weiß, dass wir in einer der letzten Folgen in dem Luxus-Apartment waren, deswegen gehe ich mal davon aus. Ah, gut. Verzeihung, dass ich Sie nochmal stören muss, aber ich soll Ihnen diese Rose hier geben. Keine Angst, sie ist nicht von mir, sondern von einem gut aussehenden Gentleman im Hotel. Er heißt Dr. Brival. Falls Sie ihm persönlich danken möchten, aber beeilen Sie sich, er wird bald auf Sander abreisen. Maritchen, ein romantischer Doktor von Sander? Im Hotel? Wirklich? Ich muss dort vorbeischauen. Entschuldigen Sie mich. Okay, damit wäre dann dieser Nebenquest schon mal erledigt. Leben steckt bei dem immer noch. Ja, deshalb. Dies war die. Ach, verdammt, was sollten wir für die Kunsthändlerin nochmal machen? Da muss ich mir wohl die letzte Folge nochmal kurz anschauen. Oder nachfragen. Fragen wir doch einfach nochmal nach. Will ich ja endlich mal weiterkommen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich. Findet Herr Mano, den peribolanischen Kunsthandler auf Sander Station. Herr Mano. Okay. Herr Mano. Das war Zwiebelmesser, ne? Ach ja, genau. Daher wussten wir ja das erste Ticket. Ach, ich wollte zum Detektiv.
Ich hab ne Leiche gesehen. Verdammt. So, okay, wir müssen noch ein Ticket besorgen. Der Brain Train of Thunder. Ihr müsst die Sicherheitstüren Gate 5. Ihr müsst wie echte Wissenschaftler aussehen. Ihr müsst dann wie echte Wissenschaftler aussehen. Da habe ich doch eine Idee. Wir haben diesen einen Wissenschaftler doch geholfen. Vielleicht hilft er uns jetzt. Der schuldet uns was. Und die Sicherheitstür, Moment, haben wir das gemacht? Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme damals neu aufnehmen muss oder nicht. Ich habe die Wissenschaftsdatenbank bereits runtergeladen. Das heißt wohl, ich habe es bereits aufgenommen. Gut, das heißt, wir haben zu viel Bier, zu viel Steaks. Meine fetten Hintern bekomme ich doch nie hier durch. Aber... ich wette, dieser Schacht führt ins Museum. Und nachts ist niemand drin. Okay. Ah, das heißt, wir müssen uns auch noch irgendwie ins Museum. Pilapsi, hey, zweifelst du etwa daran? An was? Okay. Wir haben hier wohl auch schon mal geredet und ich erinnere mich nur nicht mehr dran. Falsche Richtung. Wir wollten zum Doktor im Hotel. Ah, wo waren die? Wo war denn jetzt nochmal das Hotel? Ich bin aber gespannt, wie es hier weitergeht. Ah. Dr. Brivel, hier nehmen Sie mein Ticket auf Thunder. Ahaha! Ich habe hier Nachforschungen zu betreiben. Ja, schön. Können Sie uns alleine lassen? Wolltet ihr nicht gehen? Ja, gut, wir sehen es noch nicht aus wie ein Wissenschaftler. Wir haben zumindest schon mal sämtliche Tickets. Der... arrogante Drecksart hier denkt immer noch, er kann sich der Gravitation widersetzen. Sehr gut, mal schauen, was wir jetzt mit den Tickets anfangen können. Zum Dingens gehen. Zum Teil. Und dann muss ich noch Hermano suchen, bevor wir abreisen. Ich fürchte, dazu müssen wir hier erstmal weiterkommen. Nun, Sly Boots, hast du vielleicht eine Idee? Nein, ich glaube nicht. Da kann man so nur kaufen. Komisch, dass wir da immer noch nichts Verdächtiges gesehen haben, weil eigentlich haben wir was Verdächtiges gesehen. Oh, ich hasse es. Diese Levelaufteilung irritiert mich immer noch. Ach nee, ich will nicht noch einen Flug. Thunder. Thunder war ganz hinten, wo der Wissenschaftler steht. Nein. Gate 5 hier. Okay. Sicherheitskontrolle nur für SA-Wissenschaftler. Scientific Association Standard Entwurf 7 ist nötig, um weiterzukommen. Jeder Versuch, diese Tür aufzubrechen und zum Gehen, wird zu einer sofortigen Bestrafung führen. Nicht befolgen führt zum Tode. Ich glaube, ich muss erst das Wissen von Scientific Association haben, um das zu überbrücken. Wo könnte ich mir so viel Know-how aneignen? Oder einen SA-Ausweis. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ins Museum einbrechen. Suchen wir doch das mal jetzt im Museum. Ja, schön.
Zurück in der Zeit. Was? Tachytonen? Tachyon? Tachytonpartikel? Heißt es Tachyonen? Das ist richtig lesen. Die Theorie. Reise durch Sender. Beträgerdämpfung ohne Trägerdämpfung. Ah, das ist die Auflösung. Ach, man kann draufklicken. Ich musste kurz Nase putzen, Entschuldigung. Im Jahre 2229 reiste der erste irdische Astronaut Alston Lee durch den Sender. Er beobachtete ein Signal, das einen Stachel übermittelte, als er plötzlich feststellte, dass sein Schiff von genau demselben Stachel angezogen wurde. Einige Zeit später erinnerte er sich an einen Tunnel, der sich im Hyperraum öffnete und sein Schiff verschlang. Schließlich landete der Astronaut am anderen Ende der Galaxie. Leider wurde sein Schiff nicht für eine längere Benutzung unter solchen Extremkraftbedingungen konstruiert. Obwohl er die Reise ans eine Ende heil überstanden hat, verbrannte er mit seinem Schiff auf der Rückreise. Alles, was von ihm übrig blieb, war eine pulsierende, unidentifizierbare Fleischmasse. Hackfleisch, ich wollte mir nachher noch was zu essen machen. Moment mal, suchen wir nicht einen Kurzhändler? Einen Prepolanischen? Herr Manuel! Authentifizierungszertifikat? Kann mich nicht daran erinnern, in dieser Woche irgendwas verkauft zu haben. Ach doch, das war's. Da war was, dieser Landstrich, den ich letzte Woche an La Contessa schwimmend verkauft habe. Ich gab ihr keine Begleitpapiere? Wie dumm. Das hätte ich machen sollen. Wie unprofessionell von mir. Gehen Sie doch zu meinem Assistenten. Er wartet neben Gate 2 auf Center Station mit meinem Gepäck auf mich. Oh Gott, jetzt sind wir ein verdammter Botenjunge hier, oder was? Aber das Schlimme ist, wir brauchen die Kohle, das heißt, wir müssen es machen. Ah, immer auch blöd, dass man mit Kohle alles machen kann, assoziieren. Dass man dadurch, dass man immer Kohle braucht, eigentlich alles rechtfertigen kann. Trägedämpfung, eine lustige praktische Erfahrung. Lassen Sie sich die Trägedämpfung vorführen. Dieses Experiment ist identisch mit dem Original von Garen Fiziskos Vergnügungspark, dessen Betreibung nur auf Hephaestus legal ist. Beim Knopfdruck wird die mechanische Vorrichtung einer Eisenkugel in die Luft, aber die Kugel fliegt nicht weg. Ihre Dämpfung wird mit der antipolaren Induktion eine mikrointerneutrino-polymagnetische Dissonanz erzeugen. Wer hat denn das überhaupt übersetzt? Ein Fan, stimmt, hatte ich ja immer gesagt. Danach fällt der Ball wieder herunter und rollt in seine Ausgangsposition. Drücken Sie den Knopf für die Demonstration. Hui, cool, geht sogar. Hui. Spiel kennt es, erinnert mich an die guten alten Astronomieabende mit der Astrogruppe in meiner alten einer meiner alten Schulen. Mit Trägerdämpfung. 40 Jahre nach Austins Tod fand ein junger Entwickler namens Garm Fizisco eine Lösung des Problems zur Trägerdämpfung. Indem er seinen Vergnügungspark nach dem Railgun-Prinzip konzipierte. Sein Aufwand blieb nicht unentdeckt. 8 Jahre später, mit dem Durchbruch von den Radiation-Declining-Feldern von Tortsevsky, war es möglich, das Trägerdämpfungsprinzip auch im Weltall einzusetzen. Nach einigen Versuchsexpeditionen, die die Lösung des Problems bestätigten, wurde die Sender-Stacheln zum Standard Reisemittel auf sehr großen Entfernungen, was sich bis heute noch nicht geändert hat. Wir müssen zusammen, also ist Gate 2, okay. Schauen wir uns erst noch ein bisschen hier um. Schweben im All. Schweben in der Luft. Trotz der weit überschrittenen Gravitationskapazität gelang es den Planetenbewohnern lieber. Ich glaube, das war nicht das erste. Antigravitations. Funktioniert der noch? Ja, Demokratus. Die große Vision. Berühmt für ihre Technologie hatten die Bewohner von Demokratus eine Vision, ihre prächtigen Städte im Himmel aufzubauen. Ob dieser Gedanke nur eine sinnvolle Begründung hatte oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Tatsache ist, dass nun niemand widerlegen kann, dass ihre bemerkenswerte Versuche Tantasil zur Realität werden ließ. Trotz der weit überschrittenen Gravitationskapazität gelang es den Planetenbewohnern, die beiden Ringe um Demokratos in ein Experiment für
den Tatasil zu verwandeln. Das war eine schwere Aufgabe, das musste eine genaue Massenverteilung stattfinden, um sicherzustellen, dass die Balance im Schweben nicht gestört wird. Doch niemals zuvor wurde solch eine genaue Meisterleistung vollbracht, zumindest noch nie eine Leistung mit solch gigantischen Ausmaßen. Trotz der erwarteten Schwierigkeiten war Demokratos für diese Herausforderung bereit. Tantasil wurde erbaut. Mit katastrophalen Folgen. Ich freue mich schon, wenn wir Demokratos besuchen. Das Desaster. Obwohl auf Demokratos hier auf keinem anderen Planeten Informationsfreiheit herrscht, ist nur wenig über die wirklichen Ursachen vom Tantasil-Desaster bekannt. Nur ein paar wenige Informationshäppchen fanden ihren Weg an die Öffentlichkeit. Augenzeugen berichteten, dass sie große Teile von Tantasil vom Himmel auf die Planetenoberfläche fallen gesehen haben. Ein Grund für das plötzliche Auseinanderbrechen der Teile der beiden Ringe kann bis heute jedoch keiner nennen. Es gibt nur Berichte über fallende Kilometergroße, die durch das Treffen der Wohnbereiche vielen Menschen das Leben gekostet haben. Sollte wohl Trümmer heißen. Viele behaupten, es lag an einer falschen Masseverteilung, die genau an der Nahtstelle zwischen den beiden Ringen angesetzt war. Daraus resultierte eine Überlastung der einzelnen Komponenten, was irreparable Schäden des Materials mit sich brachte und mit der Zeit zu einer ultimativen Zerstörung der schwebenden Stadt Tantasil führte. Trotz der Gerüchte und Spekulationen blieben die tatsächlichen Gründe für den Zerfall von Tantasil unbekannt. Okay. Tachyonenpartikel. Tachyonenpartikel sind Partikel, deren konstante Geschwindigkeit schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist. Im Gegensatz zu Tadionen, die langsamer als Licht sind, oder Luxonen, die die exakte Lichtgeschwindigkeit aufweisen. Also Tachyonen sind tatsächlich eine Theorie, die es gab oder gibt, für ein hypothetisches Teilchen, das schneller als das Licht ist. Aber bis jetzt wurde keins gefunden. Die Geschichte. Das Konzept der Zeitreisen wurde bereits vor einigen Jahrhunderten angesprochen. Zumeist in den Science-Fiction-Romanen. Leider sind die Reisen in die Vergangenheit praktisch unmöglich, was die Wissenschaft in zwei Parteien spaltet, die gewöhnliche Wissenschaft und die imaginäre. Trotzdem behauptet eine Gruppe von Wissenschaftlern, dass die Zeitreisen eines Tages möglich sein werden. Und sie glauben, dass der Schlüssel zu den Geheimnissen der Zeit sehr bald in Studien zu den Tachyonenpartikeln gefunden werden kann. Aha. Die Theorie. Bis vor kurzem konnte die Existenz der Tachyonenpartikel nur unter Laborbedingungen nachgewiesen werden. Sie existierten also nur theoretisch. Bis zu dem Zeitpunkt, als Dr. Rob Bowman ein revolutionäres Gerät entwickelte, das eine Isolierung der Tachyonen und somit ihre exakte Positionsbestimmung in Raum und Zeit ermöglicht. Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Teilchenzerfallsdetektors ist die Möglichkeit, das negative Alter der existierenden Tachyonenpartikel zu bestimmen. Das negative Alter ermöglicht eine Aussage über den Zeitpunkt, in welchem die Partikel in der Zukunft entstehen werden. Okay. Dr. Bowman erntete mit ihrer Entwicklung viel Anerkennung. Bowman, ist das nicht die Frau, die wir suchen sollen? Anerkennung. Leider sorgten ihre neuen Theorien für die Natur von Mystek für heftige Diskussionen. Einst von vielen wegen ihrer brillanten analytischen Fähigkeiten geachtet, geriet sie mit ihren neuen Theorien zunehmend in Verruf. Ihre radikalen und nicht traditionellen Methoden machten sie zu einem Ausgestoßenen im Kreise ihrer Kollegen. Somit sind ihre Erkenntnisse über die Tachyonenpartikel mit Vorsicht zu genießen. Aha. Doch die bisher gemachten Experimente müssen berücksichtigt werden. Obwohl das Gerät eine nähere Untersuchung erfordert, um unser Verständnis für die Zeitraumrelation der einzelnen Tachyonen zu erweitern, kann die Existenz dieser Tachyonen nicht geleugnet werden. Und diese Tachyonenpartikel könnten in der Tat einige Hinweise auf die Möglichkeit der Zeitreisen liefern. Kann ich eigentlich? Nein, ich kann nicht mit den Herren hier sprechen. Teilchenzerfallsdetektor. Mann, wenn dieser Paxguard nicht wäre, würde ich den TZ schnappen und verschwinden. Wir sollten später kommen, wenn hier nicht so viel los ist. Ach, der Teilchenbeschleuniger. Ah, den brauchen wir auch noch für irgendwas. Ich weiß es bloß gerade nicht mehr für was. Aber wir brauchen ihn. Okay, Pinkerite. Sehen Sie sich den Computer im Feuer an. Dort finden Sie richtig gute Informationen. Zum Beispiel, wie Sie Ihren Arbeitsplatz mit Hilfe eines Fadens und einer Parfümflasche in die Luft jagen. Okay. Gut, ich beende jetzt erstmal die Folge hiermit. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder bald, hoffentlich. Tschüss.